Gut, dann auf zum Brenner. Hier ist er ja. Es ist kein Brennstoff im Brenner. Was? Aber ich erinnere mich, wir haben hier noch einen Kanister und da war ein bisschen Öl drin oder sowas. Ich habe Kerosin in den Brenner gegossen. Gut, und jetzt anzünden. Nein, geh nicht weg. Und das Bügeleisen drauf. Das dürfte jetzt schön warm werden. Und die Zeit verrinnt. Wir stehen in einem Tunnelkomplex und warten, dass das Bügeleisen heiß wird. Das Eisen ist jetzt aufgeheizt. Und wir nehmen das natürlich pur in die Hand. Dieses Stück stecken es in die Tasche. Naja. Und jetzt mit dem Bügeleisen über die verdächtige Stelle fahren. Die Hitze des Bügeleisens hat einen versteckten Schriftzug enthüllt. Einige Ziffern. 47922. Das wird die Kombination sein. Also schnurstracks nach oben. Sekunde. Zur Gabelung und nochmal um die Ecke. Umständlich ein bisschen, aber erhöht auch ein bisschen die Spannung. Wir wissen, was da drin ist in dem Safe. Direkt mal zum Safe. Tresor. Safe. Die Kombination lautete 47972. Ja. Wir haben es geschafft. Eine Statue. Eine antike Statue. Okay. Das wären Aufzeichnungen, werden hier versteckt über das. Die Maschine ist die Statue. Vielleicht der Schlüssel dafür? Mal anschauen. Das muss es sein. Der Professor wird ganz aus dem Häuschen sein. Ich habe keinen Grund mehr, noch hier zu bleiben. Ich muss nach Frankreich und mit ihm reden. Hoffentlich werden wir jetzt nicht erwischt. Gehen wir jetzt einfach raus aus dem Tunnelkomplex, oder was? Oh Gott. Das ist der Stasek. Hallo, Partner. Wie sind Sie hier runtergekommen? Ganz einfach. Sie haben die Tür geöffnet. Sie sind weitergekommen als ich. Gute Arbeit. Und der Wächter? Naja, sagen wir mal, ich habe einen Weg gefunden, ihn zu umgehen. Aber reden wir jetzt übers Geschäft. Ich weiß ganz genau, warum Sie hier sind, und eben das will ich jetzt sofort haben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Oh, kommen Sie schon, Partner. Lassen Sie den Mist und geben Sie mir jetzt den Schlüssel und das Tagebuch. Schlüssel? Die kleine Statue, das wissen Sie verdammt gut. Aber woher wissen Sie von dem Tagebuch? Überrascht, was? Ich habe weder Zeit noch Lust, Ihnen alles zu erklären. Sie haben nicht die leiseste Ahnung, um was es hier geht. Geben Sie mir jetzt die Sachen und Ihnen wird nichts geschehen. Auch ich kann vernünftig sein. Legen Sie sie auf den Tisch und treten Sie dann zurück. Ich habe wohl keine andere Wahl. Machen Sie jetzt keinen Quatsch. Ich kann auch sehr unvernünftig sein. Hier, da ist sie. Vollidiot! Sie darf nicht beschädigt werden!
Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwas tun. Können wir nicht... Gott, was... Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, werter Kollege. Bye. Nein, nein! Scheiße. Ich war nicht schnell genug. Ich weiß aber jetzt, was ich tue. Da war doch der Hebel. Oh Gott, wir sind tot. Der Hebel, ich habe das doch auf die Plattform geworfen. Ich war aber so schnell. Ich dachte, wir könnten wegrennen oder wieder hier rein oder sonst irgendwas. Aber stimmt, der Hebel war noch da. Wir gehen jetzt nochmal raus. Und dann drücke ich so schnell, es geht den Hebel. Das war der einzige, der noch übrig blieb. Und ich wusste nicht, wofür. Jetzt wissen wir es. Ich überspule das Gespräch mal. Wir wissen ja, dass wir erschossen werden sollen. Wie sind Sie? Ganz einfach. Sie sind weit. Aber was habe ich gesagt? Der Typ wartet darauf, dass wir die Arbeit machen und will dann die Statue, beziehungsweise den Schlüssel oder was wir finden, wegnehmen. Ich habe keine Ahnung, Schlüssel, verdammt, ich habe weder. Schmeiß, Martin! Und dann entweder fährt er hoch oder er runter. Vollidiot! Vollidiot! Sie darf nicht beschädigt werden! Nein! Warte, wir müssen warten, bis er drauf steht. Er kniet und jetzt den Hebel. Tschüss, Stasek, oder wie du heißt. Die Kiste erschlägt ihn, das ist auch gut. Ja, wo bleibt die denn? Wie lange fällt die denn? Wo kam die denn her? Woher wusste er von der Statue? Und dem Tagebuch? Sehr seltsam. Wie könnte er davon erfahren haben? Vielleicht wird der Professor mir mehr dazu sagen können. Ich werde dennoch auf meinem Weg nach Frankreich darüber nachdenken. Ui, wo sind wir denn jetzt? An der Imbissstube. Das ist gut. Mit dem langen Flug haben wir bestimmt Hunger. Sie ist geschlossen. Nein. Warum? Zum Gebäude? Welches Gebäude? Was ist das für ein Gebäude? Die Tür ist abgeschlossen. Wahrscheinlich nur noch ein Hafenlager. Und unser... Onkel Professor denn in dem Hotel oder was? Warum ist eine Telefonzelle? Warte mal mit, zu den Docks. Ja, gehen wir dann später. Und zur Hinterseite des Hotels scheint ein größerer Abschnitt zu sein. Und eine enge Gasse. Ich habe keine Ahnung, wen ich anrufen soll. Ist auch schwachsinnig. Wir haben hier ein... Was? Wo ist mein Handy? Wo ist alles, was wir hatten? Wir haben nur noch die... Anstecknadel, die Statue? Hierfür bin ich den ganzen Weg aus Frankreich hergekommen. Und das Tagebuch. Wir haben kein Handy mehr. Wir haben kein... andere Sachen mehr. Ich gehe jetzt mal zu der engen Gasse und dann gehe ich in das Hotel rein. Eine Seitenstraße. Sie führt nur zu privaten Wohnhäusern. Ach nee, dann brauchen wir da nicht hin. Dann ab ins Hotel. Hier ist ein Gast. Und die Rezeption, die nicht besetzt ist. Ach, das war schon am Anfang ein Hotel. Das wusste ich nicht. Als wir uns mit dem
Onkel Professor getroffen haben am Anfang, ganz am Anfang, wo er so ein Gespräch hatte, das waren die zwei Plätze hier, glaube ich. Das war vorher schon ein Hotel gewesen, ja, dann ist ja klar nicht. Wir sind hier außer dem Gast und dann zum noch irgendwas. Nee, ne. Doch, was war hier? Moment, Aschenbecher. Ein Telefon. Und eine Glocke. Ein Streichholzbriefchen vom Hotel. Ich werde es mal einstecken. Richtig, du hast mir meine Streichhölzer weggenommen. Oder waren die alle? Egal, wir haben neue. Und ein Telefon. Das Rezeptionstelefon. Ich kenne die Nummer nicht. Vom Onkelchen, oder wie? Die Schlüssel zu allen Zimmern. Wir müssen zu unserem Onkel. Wieso rufen wir nicht einfach an? Und letztes Mal auch. Ding, ding. Ah, der Rezeptionist. Bonsoir, Monsieur. Guten Abend. Haben Sie ein Zimmer für mich? Tut mir leid, aber wir haben keine Zimmer mehr frei. Mir würde auch ein kleines Zimmer reichen. Ich werde nicht lange bleiben. Ich fürchte, wir sind ausgebucht, Monsieur. Eine Theatergruppe aus Polen traf vor kurzem ein und hat fast die ganze erste Etage gemietet. Sie verstehen sicher, dass ich da nichts machen kann. Es gibt also keine Möglichkeit, um diese Zeit noch ein Zimmer zu bekommen? Nein, Monsieur, fragen Sie morgen noch einmal nach. Vielleicht ist bis dahin ein Zimmer frei geworden. Das ist zu spät, aber da kann man nichts machen. Vielen Dank. Entschuldigen Sie mich, ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen. Ja, wir haben jetzt kein Zimmer. Ist ja jetzt doof. Was macht eigentlich der Gast hier? Sieht aus, als hätte er eine Menge getrunken. Ah, kleiner Saufbold. Reden wir mal mit ihm. Wie geht's Ihnen? Ah, ganz okay, nehme ich an. Trinken Sie ein Gläschen mit mir? Oder besser noch zwei? Na, was sagen Sie? Nein, danke. Ach, kommen Sie schon. Wenigstens eins, okay? Nein, wirklich nicht. Ich muss nüchtern bleiben. Das ist zu schade. Dann trinke ich eben allein weiter. Ja, das kann man sehen. Nichts für ungut. Warum tragen Sie einen Anzug? Wollen Sie auf eine Party? Nein, das ist meine Arbeitskleidung. Ich mache die Party für jeden hier. Für wen? Naja, für jeden aus unserem Ensemble. Ich bin Theaterdirektor. Sehen Sie? Oh, die Theatergruppe aus Polen, richtig. Exakt. Ich warte auf den letzten Nachzügler, aber das gerät etwas aus dem Ruder. Naja, auch egal. Aber dieser Daniel, dem werde ich was erzählen, wenn er mir über den Weg läuft. Aber vorher werde ich mir noch einen genehmigen. Daniel? Ja. Ich warte ab, ob er doch noch auftaucht, damit ich eine gemeinsame Reservierung unterzeichnen kann. Aber ich sollte langsam zu Bett gehen. Ich muss morgen bei der Premiere Regie führen. Ach ja, die Premiere. Vielleicht kann ich mich ja für Sie darum kümmern. Worum? Die Premiere? Nein, um die Reservierung. Oh, das wäre nett. Dieser Lakai hier geht mir ziemlich auf die Nerven. Der Portier. Ah, der Portier. Ja, er hat nicht aufgehört, mich zu nerven, also sitze ich hier fest und warte. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Wie lautet der vollständige Name Ihres Kollegen? Daniel, Daniel Budrowski. Ja, so heißt er. Daniel Budrowski, sind Sie sicher? Nein, hören Sie schlecht? Dubrowski. Dubrowski. In Ordnung. Sie können sich auf mich verlassen. Sicher? Okay, dann kippe ich den hier noch runter und haue mich dann aufs Ohr. Ich werde mich jetzt verabschieden, denn dieses Gespräch erschöpft mich. Das kann ich mir vorstellen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ah, ich glaube, so kriegen wir... Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber ich glaube, so kriegen wir irgendwie ein Zimmer.
Weil ja der Typ noch fehlt. Der bleibt jetzt hier sitzen noch. Der geht dann wahrscheinlich weg, wenn wir hier rausgehen. Verlassen wir das Hotel und schauen uns doch mal. Gehen wir das Hotel oder gehen wir zu den Docks? Ich will erstmal die Hinterseite des Hotels angucken. Mal schauen, was wir da so finden. Vielleicht dann Daniel? Du Crofts? Du.